Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu Locker Lecker Profi Derek. Nämlich heute die weltbeste Vanillesoße, gekocht von Profi Derek. Ja, sie ist wirklich die weltbeste, denn sie schmeckt sogar mir und ich bin kein Vanillefreund. Ne? Also, das ist der Adelsschlag, ja? Und deshalb zeigen wir euch jetzt, wie es geht. Es geht los. 125 Milliliter Milch. Sahne. 125 Milliliter Sahne. Ich nehme an, es ist Zucker. 50 Gramm Zucker. Er hat den Überblick. Ei. Zwei Eigelb. Eine berühmte, Prise Salz. Berühmt-berüchtigte Prise Salz. Richtig. Ja. Und eine Vanilleschote. Ja. Das war's. Und damit macht ihr die weltbeste Vanillesoße. Ja, heißt, es muss nicht immer kompliziert sein. Vanilleschote brauchen wir, die darf jetzt nicht weggeschmissen werden. Ne? Also das brauchen wir alles, das kommt jetzt gleich in den Topf mit Milch und Sahne. Hier mache ich die Sahne rein, die Milch, unsere Vanilleschote und die Vanille. Die Vanilleschote übrigens, die nicht wegschmeißen, kann man auch öfters benutzen. Ja? Dann wird das gleich aufgekocht und das muss richtig gerührt werden, bis die Zuckerkristalle das Eigelb verrührt haben. Dann gucken wir mal, ob meine stählernen Muskeln das hergeben. Kannst du ein bisschen Gas geben. Ja? Da machen wir auch die Prise Salz da rein. Geschmacksverstärke, erinnert euch, Chili hat schon alles gesagt. Und ich fange schon mal an zu kochen. Ihr seht, wir Frauen sind ja sehr zurückhaltend und bescheiden. Ja? Jeder Mann würde jetzt so rühren. Na, sieht man meinen Arm? Na klar. Und? Mega Muskeln. Wow. Gut, dass ich ein Hemd trage. Merkt euch eins, legt euch nicht mit Chili an. So, ja? Sonst. Also, das hat jetzt aufgekocht. Jetzt ziehen wir es vom Herd runter. Man muss einfach sagen, das duftet so lecker. Riech mal. Leute, das lassen wir jetzt hier ziehen, damit die Vanille richtig sich in die Sahne, in die Milch einbauen kann. Molekül für Molekül wird sich da rein integrieren. Geschmacksexplosion. Bis gleich. 10 Minuten. Nun, die 10 Minuten sind vorbei. Warum warten wir? Ah, wegen der Molekülverbindung, habe ich euch gesagt, dass die Vanille reinnimmt und wenn ihr das zu heißer drauf geben würdet. Stockt das Ei. Also, gucken, dass die Milch nicht zu heiß ist, wenn man das Ganze zusammenbringt. Jetzt bringen wir das Ganze zusammen. Jetzt kommt es wieder zurück in den Topf und jetzt kommt ein kleiner heikler Akt. Und zwar, ihr müsst rühren. Rühren, 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 rühren. Warum? Wir kochen das langsam hoch, bis es köchelt. Aber das darf nicht kochen, weil sonst stockt immer alles. Ja? Das Ei hat ja das Eigelb, die Lecithine, das sind unsere Bindungsstärken. Und das macht das Ganze nachher fester. Und das ist so der perfekte Moment, wo es jetzt anfängt zu binden. Ist es fertig? Wenn wir das jetzt so, könnte man es auch benutzen, aber ihr kennt mich ja. Das ist die normalsterblichen Variante. Große und jetzt Schule. Gieße ich hier ab. Ein Kind der Sterne-Gastronomie, was will man machen, ne? Und wichtig ist, bitte nicht das, was jetzt da im Sieb, aber viel ist es nicht, ne? Es ist nicht viel. Was jetzt da im Sieb ist, nicht irgendwie durchpressen, sondern so lassen. Und dann, weil ja noch ein bisschen Hitze drauf ist und ich nicht will, dass es noch nachstockt, rühre ich noch ein ganz bisschen. Ich übernehme das Rühren. So sieht das aus. Ein Löffelchen. Das ist wirklich super, super lecker. Und ich weiß, deshalb konnte ich die Zukunft vorhersagen. Euch wird es schmecken. Macht's. Schreibt mir, dass ich der große Guru bin, der es gewusst hat. Du bist der Größte. Ja! Yeah.
Nein, sie ist der Größte. Ihr Lieben, abonnieren nicht vergessen. Das ist wirklich lecker, sogar wenn man Vanille nicht mag. Daumen hoch und wir freuen uns, wie wir wieder. Das macht Spaß.